Hallo und herzlich willkommen bei Zec Fishing Baits. Ich warte auf den Sören. Wir haben heute mal vor, eine kurze Session bei uns am Heimatfluss. Alle Routen laufen und der Sören hat neue Köder mal organisiert. Wir haben uns jetzt schon ein bisschen länger mit dem Thema beschäftigt. Ich selber habe das ja seit 2 Jahren oder 3 Jahren schon wieder her nicht mehr probiert. Worum es genau geht, was wir genau machen, seht ihr gleich, wenn der Sören da ist. So, und dann ist mein Plan heute das Ansitzangeln mit Sören und mein guter Freund Marco ist zu Hause und wir wollen auch noch mal zusammen das aktive Angeln, das Schleppen, das Werfen machen. Das wird dann morgen bzw. sogar vielleicht dann übermorgen mal gucken, wie es läuft. Da wissen wir noch nicht ganz genau, wir haben ein klein wenig Zeit. Jetzt heißt eine Nacht Ansitzangeln und ich bin gespannt, ob man mit den neuen Ködern da was fangen, ob man ein kleines Resümee ziehen können. Wir nehmen euch dabei mit, wünschen euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja, da hinten können dann Sören noch fahren sehen, denn der hat keinen Trolley dabei. Und der war uns hier mehr wie Gold wert jetzt. Wir sind circa ja, fast einen guten Kilometer vom Auto jetzt weg über die Wiese hier. Da kriege ich gleich Blasen, weil ich das nicht gewöhnt bin. Ich fahre zwar ab und zu mit dem Trolley zum Karpfenfischen und deswegen habe ich auch alles wirklich sortiert. Ich habe alles, denke ich zumindest, was ich brauche, auf diesen Trolley gehabt. Also Schirm, Ruten, Kleinteile. Das Einzige, was ich nicht dabei habe, das ist bei Sören im Auto, sind Köder. Aber ansonsten eine Watthose, Steine habe ich mit. Die habe ich auch zu Hause schon alles vorbereitet, um hier jetzt ein bisschen Zeit zu sparen. Ein Kissen habe ich mit, die kleine Liege, das reicht für die Nacht definitiv. Ich habe einmal den großen Akku dabei, also groß ist relativ der viel Leistung hat mit 50 Ampere, dass ich auch die Kamera und so mal laden kann. Da braucht man doch einiges an Strom. Ja, und der Sören holt jetzt noch seine 3 Sachen. Wasser haben wir mit, Kaffee haben wir mit, Essen haben wir mit. Und von daher alles dabei, sortiert auf einen kleinen Raum. Also einmal fahren, komme ich gut hin. So, wir wissen ja, was wir machen wollen. Das kennen wir schon. Dieses ja, Auslegen zu Fuß. Das ist unser Plan, deswegen machen wir das. Wir hoffen natürlich, dass das Ganze funktioniert. Mal schauen, zieht sich langsam zu. Aber sehr, sehr heiß. Über 30 Grad, sehr drückend jetzt. Geht so langsam ins Gewittrige über, hat man die letzten Tage extrem heftig. Also wirklich war jetzt ein paar Tage zum Karpfenangeln unterwegs. War schon nicht ganz ohne. Aber hier soll man verschont bleiben. Das zieht außen rum. Da wollen wir natürlich hoffen, dass das dabei bleibt. Wie gesagt, Sören holt jetzt seine 7 Sachen. Und dann machen wir erstmal die Routen alles fertig. Und dann legt man die aus und hoffen, dass was passiert. So, der Sören hat sich wieder zurückgekämpft. Geschwitzt wie ein Schwein. Geschwitzt wie ein Schwein. Und guck dir mal, was der alles organisiert hat. Das wollten wir die ganze Zeit schon mal machen. Ist ja in aller Munde. Wir haben uns dazu jetzt einmal Infos geholt von Leuten, die da wirklich fit sind. Das sieht echt interessant aus. Also ich hatte damit schon mal geangelt, wirklich mit Marco. So, dann haben wir die großen noch hier. Die Monster-Ege. Die sind halt wirklich direkt nur zum Angeln gedacht. Medizinische Zwecke überhaupt nicht. So, und beim ersten Versuch gestern Abend, was war da? Erster Versuch war die ganze Nacht Ruhe. Schon dran gezweifelt und heute Morgen kam ein 1,90er gegen 6 Uhr. Also hat funktioniert, das erste Mal und gleich durchgegangen. War Wahnsinn. Und was das Gute ist, die Egel habe ich in einem anderen Eimer noch von heute Morgen. Der Wels hat nicht geschafft, die kaputt zu bekommen. Wir können die jetzt selben Egel nochmal nehmen für den nächsten Fisch. Ja, also wie gesagt, Sören hat die jetzt mal ausprobiert. Ich habe mich da auch vorher kundig gemacht. Es gibt ja jetzt ein paar Anbieter, die verkaufen. Und echt interessant, also Sören war nicht hier, das muss man gleich dazu sagen. Es war in einem anderen Gewässer. Da sind die von letzter Nacht, wo er auch den Fisch mitfangen konnte. Und Topboarder, weil dort Hochwasser war. So sieht der aus nach einem Welsbiss.
quicklebendig. Ist hier mal ein Haken durch, wo sieht man kaum. Ja, das ist auch so ein Punkt, ganz interessant, weil ich das auch nicht wusste. Erstens mal sind diese Egel relativ alt, ehe die so groß sind. Ich glaube 3 Jahre. Ja, da muss ich dazu sagen, also die Sorte wird bloß 3 Jahre. Groß. Aber die großen werden älter und die sind schon relativ alt. Also wer da welche bestellt und die gehen den zu Hause ein, dann ist das immer eigentlich ein Fehler der Haltung. Und das ist auch ganz interessant. Der Sören hat dann diese Papiere gekriegt. Oh, die sehen jetzt aus wie Sau. Ja, das ist ja wurscht, aber... Wir haben es noch per PDF geschickt bekommen. Genau. So, aber ist ja schon mal interessant. Erstens mal, dass er einen Fisch gefangen hat gleich damit. Damals, wo ich es probiert habe, ich habe gar nichts gefangen. Aber das waren die kleinen, damals noch mit selbstgebauten U-Posen, mit Madenclips und so weiter. Wie gesagt, ich habe mir jetzt viele Infos geholt von einigen Leuten, die das sehr oft machen. Weil ich glaube wirklich, dass das ein cooler Köder ist, gerade mit dieser Größe. Der ist ja zwischen 18 bis 28 Zentimeter, also echt heftig. Kostet natürlich auch dementsprechend Geld, aber wenn der halt resistent ist, mehr wie ein Taubwurmbündel gegen Weißfischaktion und so weiter, soll uns das ja nur recht sein, weil bei den Taubwürmern kommt auch einiges zusammen, ihr wisst das. So, und ich würde sagen, wie viel fischen wir davon? Zwei. Hätte ich auch gesagt, wir fischen 2-2, dann machen wir jetzt erstmal die Montagen fertig, damit wir die dann auslegen können. Wir haben jetzt die Vorfächer gebaut, zweimal für die Egel, zweimal Tauwurm, klassisch, nur ein bisschen experimentiert mit den Auftriebsgrößen. Und wir nehmen uns jetzt mal ganz kurz die Minute und machen den Tackle-Check. Ja, gerade wenn ihr alles mit einmal fahren wollt für eine oder teilweise auch 2 Nächte, kriegt ihr ja alles drauf, müsst ihr natürlich euch gut sortieren. Das geht aber, was habe ich dabei? Ich habe eine Liege dabei, ich habe eine Schlafdecke, weil es sehr warm ist, also nur so ein Bettcheck-Cover. Dann habe ich dabei im Rucksack was zu trinken, nochmal Kleidung für heute Abend. Reservekleidung habe ich eine Tasche dann im Auto, also falls da irgendwas ist, kann ich mir das auch holen. Hier raus, wie gesagt, nur das auf dem Rucksack und auf den Trolley, wie gesagt, die Liege. Ich habe 2 Routen dabei, endlich. Homezone in 2,80 Meter. Bin ich selber gespannt. Es ist ja für mich Premiere, dass ich die im Einsatz habe. Ich habe jetzt die ganze Zeit die Blinkerjörg Longcast gefischt in 3 Meter. Aber jetzt geht es langsam in die finale Richtung von der Homezone. Und da habe ich 2 Stück dabei. Überall SR10 drauf, 0,40er Hikeline. Habe aber überall eine Schlagschnur davor geschaltet, weil wir halt Packungsangeln machen. Da ist das Pflicht. Wir lenken das dann wieder um über unsere Bandsticks, haben den Solid Brolli dabei, einen Kocher dabei und Wasser natürlich. Das war es im Großen und Ganzen. Was ich cool fand, deswegen habe ich mir das alles zu Hause schon vorbereitet, damit ich das hier alles sortiert habe, ist die Bootstasche. In der Bootstasche habe ich jetzt alles drin für den Fisch. Ich habe da eine Plane drin, ich habe ein Maßband drin, ich habe Handschuhe drin. Das ist sehr cool, finde ich, denn wenn da unten zum Beispiel ein Fisch kommt, laufen wir dann nachher mit der Rute hinterher. Einer nimmt sich nur die kleine Tasche. Da ist das alles sortiert. Alles, was ich brauche, was ich wichtig finde, ist da drin. Glocken natürlich haben wir dabei. Ja, und das war's im Großen und Ganzen. Und da sieht man auch mal wieder, wie wenig man wirklich braucht, wenn man sich sortiert. Wir haben eine Tackle-Tasche zurecht gemacht, wo man verschiedene U-Posen dabei haben. Das habe ich nochmal in eine separate Tüte. Ich wusste ja, was auf mich zukommt. Also das Grobe habe ich dann schon zu Hause aussortiert. Wie gesagt, Steine auch gleich mitgenommen, damit wir das hier erstens nicht suchen müssen, weil es auch verboten ist. Und dann zu Hause habe ich mir die Zeit genommen und habe das alles schon vorgebunden. 0,30er Reißlein dran, halbierte Backsteine, dass wir das jetzt schön auslegen. Und falls ihr Sachen braucht, unten in der Videobeschreibung kommt ihr direkt zum Shop oder beim Fachhändler eures Vertrauens. So, Köder drauf und dann geht's los. Ganz wichtig, ein Stopper, weil die krabbeln wohl angeblich runter. So sieht das aus. 2 große, 2 kleine. Hier oben nochmal 2 einzelne.
Ja, ihr seht es, die Sonne ist schon fast verschwunden. Jetzt gehen wir schon in die heiße Phase. Hat doch wieder ein bisschen länger gedauert, aber auf der anderen Seite, wir haben ja keinen Stress, haben wir keine Zeitnot. So wollten wir fertig sein. Es ist jetzt kurz nach 20 Uhr. Wir essen jetzt noch was. Und dann gehen wir in die Wartestellung und hoffen natürlich, dass da was passiert. Wir haben es jetzt so gemacht, die zwei weiteren Routen sind die mit dem Blutegel und die kürzeren sind die mit den Tauwürmern. Ganz einfach, da haben wir einen kürzeren Weg, wenn das mal anklingeln sollte, wegen Mitfressern und so, dass wir das schnell kontrollieren können. Die Egel dann ein Stückchen weiter, weil wir davon ausgehen, dass die Mitfresser dort nicht ganz so schlimm sind. Hätte der Sören jetzt keine Blutegel heute organisiert, beziehungsweise hat er sie ja seit gestern, hätte man eine Rute auch Deadbait gefischt. Aber so, auch gerade weil er damit gleich einen Fisch gefangen hat, haben wir gesagt, das machen wir gleich. Gut, sieht richtig geil aus. Wir essen jetzt was und dann drückt uns die Daumen, dass da was passiert. Mit einem wunderschönen guten Morgen. Wir haben hervorragend geschlafen. Tja, ist gar nichts passiert. Wir hatten gestern Abend gleich mal einen kurzen Anfasser auf die Würmer. Haben auch noch einmal kontrolliert. Da hat ein bisschen was gefehlt. Weißfischaktion. Aber ansonsten gar nichts. Wirklich gar nichts. Es hat sich mal zugezogen. Es hat dann mal ganz kurz getröpfelt. Hat sie wieder aufgerissen. Aber fischtechnisch absolut tot. Also egal, ob jetzt auf Wurm oder auf die Blutegel, gar nichts passiert. Ich trinke jetzt noch meinen Kaffee. Und das ist ja der Riesenvorteil beim Wallerangeln, dass wir so extrem viele verschiedene Möglichkeiten haben. Und ich werde, wenn der Sören dann nach Hause gefahren ist, auch alles zusammenpacken und werde mich mit meinem Freund Marco treffen und werde aktiv angeln noch. Ein paar Stunden. Zum Nachmittag dann hin, zum Abend rein. Da wollen wir dann halt versuchen, diese passiven Fische aus der Reserve zu locken. Da sind sie, das wissen wir. Aber wie gesagt, Ansitz hat erstmal nichts gebracht. Und dann heißt für uns jetzt hier zusammenpacken, alles dann sortieren. Das, was ich nicht brauche, raus. Ich brauche nur ein paar Aktivruten, das heißt ein paar, zwei. Und dann werden wir das mal heute Nachmittag probieren. Und vielleicht passt da mal was zusammen und wir kriegen noch unseren Fisch. Erstmal gucken, ob wir da Fische finden, auch mit der Echolot-Technik. Und natürlich dann im Idealfall auch zum Biss reizen. Also Kaffee trinken, alles wieder einpacken, Kilometer zurück. Ja, wenn man das jede Woche ein paar Mal macht, das zerrt schon an den Nerven, ganz ehrlich. Weil Karpfenangeln läuft genauso wie das Wallerangeln aktuell. Viel investiert mit Vorfüttern, mit, ja, einigen Nächten jetzt in der vergangenen Woche auch wieder und zero, null. Ja, wie gesagt, sich da immer wieder neu zu motivieren und was man vielleicht hier auf dem Film immer gar nicht so sieht, mein Hausgewässer, das ist der einfachste Weg, sind knapp 300 Kilometer. Einfach. Also das ist halt auch immer so ein Punkt. Ich habe das nicht vor der Haustür, ich muss da auch immer fahren. Aber so ist das halt. Es gibt viele, die das ähnlich haben, die eben nicht mal mit einem Steinwurf am Gewässer sind. Tja, und da muss man halt immer sich dann neu motivieren, hinfahren und so weiter und so fort. Kostet ja auch einiges an Zeit. Also Kaffee trinken und dann geht's weiter zum Aktivangeln. Ja, und damit willkommen zurück am Fluss. Auch das Gesicht habt ihr alle schon gesehen. Mein guter Freund Marco. Wir sind zurück an unseren Heimatgewässer und der Marco ist hier sehr fit, schon seit vielen Jahren mit diesen aktiven Angeln. Der hat mir das schon vor Jahren gezeigt. Das war damals noch ein absoluter Geheimtipp, diese Schleppen und so weiter. Das Fischen mit kleinen Ködern, kleine Gummifische und so weiter. Das liegt schon einige Jahre zurück. Und jetzt zum Beispiel, wo wir die Session draußen gemacht haben beim Ansitzangeln, ist wirklich so, dass die Fänge
auch bei den anderen Teams auf Null waren. So, und dadurch, dass wir ja die Möglichkeit haben, auch versuchen können, passive Fische zum Biss zu reizen, das ist ja dieser Vorteil beim Ballerangeln, wollen wir das heute versuchen mit kleinen Ködern, entweder werfen oder schleppen. Jetzt machen wir erstmal ein paar Plätze, die der Marco hier schon im Laufe der letzten Wochen sehr gut Fisch gebracht hat. Die versuchen wir jetzt als erstes mal abzuklappern und dann schauen wir mal, bin selber gespannt, weil das habe ich auch dieses Jahr noch gar nicht gemacht und deswegen bin ich immer wieder froh, hier der Einladung zu folgen und das aktive Fischen dann hier mal zu machen. Drückt uns die Daumen, dass was passiert, vor allen Dingen, dass wir auch einen guten Fisch hier noch fangen. Ist echt mal schön, nicht selber immer Boot fahren zu müssen. Ja, keine 5 Minuten geangelt, Döbel, und das ist noch nicht mal unbedingt ein Highlight, denn wir fischen gleich von Anfang an so, der Marco macht das so ähnlich wie ich beim Ansitzangeln, ich mache immer erstmal irgendwas, wenn ich neu bin und war jetzt nicht konstant draußen, wo ich Vertrauen drin habe. Und der Marco fischt ganz kleine Crankbaits, was hat er? 5 cm? Ja, wenn überhaupt, ja. So 4,5, 5 cm. So, und ich habe Waller drauf und so kann man sich dann immer erstmal ein Stück weit reinarbeiten in die Session. Das mache ich, wie gesagt, beim Ansitzangeln auch, damit man erstmal ein Gefühl bekommt, ja, das geht heute, die Bedingungen passen. Und deswegen hat der Marco jetzt einen sehr kleinen Crankbait, 5 Minuten geangelt, sind ein Stück gefahren, Ruten rein und da ist er sofort drauf geschossen. Sehr geil, Marco hat ihn gleich quick released, aber ein schöner, ja, sehr massiver Döbel. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir auch einen Waller hier noch verhaften können. Aber ist doch schon mal geil, dass da Aktion kam. Ja, jetzt waren wir 2 Stunden unterwegs und jetzt machen wir uns erstmal hier ein schönes Mittag, lassen den Hund mal rennen und dann geht's nachher weiter. Ja, jetzt haben wir uns erstmal ausgiebig gestärkt. So, gehen wir mal in die zweite Runde. Jetzt wollen wir nochmal schleppen probieren und dann wollen wir auch noch ein paar Plätze abwerfen, mal noch ein paar Köder probieren. Weiter geht's. Nach gefühlten 5000 Köderwechseln haben wir wirklich unseren Fisch. Eine Nacht geblenkt und jetzt sind wir insgesamt, was sind wir draußen, Marco? 5 Stunden mit schönen Grillen, Pause, haben ein paar Bereiche abgefischt und jetzt kam er. Nach 3 Döbeln, einigen Fehlaktionen, sehr geil. Ja, wir machen erstmal ein Päuschen nach dem Fisch. Das Bienchen wollen wir da auch nicht immer so lange in der Sonne liegen lassen, dass die nochmal rennen kann. Ich will die Minute mal kurz nutzen, um euch ein paar Sachen zu sagen. Tackle-Check, was habe ich dabei? Natürlich bin ich für das Angeln nicht optimal ausgerüstet. Ganz einfach schon mal deswegen, weil wir keine speziellen Sachen für das Schleppen haben. Ich habe jetzt zum Beispiel Erlenkönige dabei. Das ist die Evo-Cat, aber das wird eine Vertikalvariante. Wir sind da noch ein bisschen am Feilen, am Machen. Das sind verschiedene Härtegrade und verschiedene Längen. Ich habe jetzt die 1,90 Meter mitgenommen.
Damit kommen wir hier gut hin und die liegen dann ungefähr um die 150 Gramm Wurfgewicht. Wie gesagt, das ist aber nicht speziell für diese Schleppen gemacht. Ich habe das jetzt einfach mitgenommen. Ganz einfach, weil ich auch meine Ruten da fischen wollte und wollte auch mal diesen Erlenkönig da die Chance überhaupt geben, sowas mal zu machen, damit ich weiß, ob das geht. Wir werden die jetzt auch nutzen zum Spinnfischen. Auch deswegen habe ich überall die SR5 drauf. Bespult mit einer Highline in 0,33 und das ist allein schon so ein Punkt bei diesen Schleppfischen, da kommt es wirklich auf extreme Feinheiten an. Es wirkt von außen wirklich stupider, wie es dann tatsächlich ist. Das fängt an mit Schnurstärken, eine dicke Schnur, die viel mehr Auftrieb im Wasser erzeugt wie eine dünne, läuft ein Köder entweder viel tiefer, viel flacher, je nachdem, ob sie dünner oder stärker ist. Das sind alles so Sachen, Vorfachstärken. Wir haben jetzt überall Mono 0,8er davor geschaltet, weil das so beim Marco sich etabliert hat. Das ist natürlich auf Messerschneide. Aber dadurch, dass halt der Marco so extrem kleine Köder auch fischt, immer in der Prämisse erstmal Aktion. Und dann, wenn ich merke, da ist was zu holen, dann kann ich auch mal speziell eine Rute, stärkeres Material, größere Köder fischen. Aber die meisten Fische kommen mit diesen kleinen Crankbaits. Crankbaits sind absolut im Vorteil. Wir haben auch mal Gummifische probiert, aber allein durch diese Steinpackung, das geht immer zu hoch und runter. Wir suchen die Fische überall. Das ist gleich so ein wichtiger Punkt. Wir suchen die Fische überall, also sprich an monoton verlaufenden Steinpackungen, aber eben auch an Buhnenfelder, die unter Wasser sich so weiterziehen. Und ein Crankbait haben wir halt den riesen Vorteil. Wir können ganz einfach, wenn der hängt, Gas rausnehmen, den Gang raus, geben Schnur und dann löst er sich, weil der schwimmt. Ein Gummifisch hängt da meistens bombenfest. Deswegen diese kleinen Crankbaits sind top. Der Catpointer haben wir auch ein paar Mal probiert jetzt. Der war zu flach laufend. Wir brauchen hier Köder, die so auf 2,50 Meter gehen. 3 Meter in dem Bereich, 2,50 Meter. Und da war der Catpointer zu flachlaufend. Das sind alles so Sachen, wie gesagt, das sieht von außen, glaube ich, wirklich viel monotoner aus, wie es ist. Ich werde, glaube ich, nie der große Schleppfischer sein. Aber eben wie in solchen Phasen, wo die Fische passiv sind, haben wir jetzt in der Zeit, wo wir draußen sind, viel mehr Aktion gehabt und das mit zwei Ruten. Gerade wenn die Fische so passiv sind, verteilen sich über einen großen Flussabschnitt, einer hier, einer da, ist das halt was, wo penetrant dieser Köder am Grund ist und gerade die Fische, die dann irgendwo liegen, auch mal aufschreckt und die hämmern dann da drauf. Also von daher eine sehr ergiebige Angelmethode, definitiv, obwohl es nicht meine wahrscheinlich werden wird. Aber ich habe das ja auch deshalb mal gemacht. Erstens mal, weil ich mit Marco sehr eng in Kontakt stehe und wenn der dann ja nach so einer erfolglosen Nacht mir dann frühs Bilder schickt, wow, letzten Tag zwei Fische, dann hat man mal nichts, dann kam 1,80 Meter und so weiter. Ja, da kriegt man dann doch immer mal einen tropfenden Zahn. Und ich habe ja den Vorteil, dass ich dann nur ein Telefonat mal brauche und sage, kann ich da mal mit. Weil selber hätte ich das jetzt auch nie gemacht. So fair muss man immer sein. Wie gesagt, Bienchen holt noch ihren Ball. Wir packen jetzt hier wieder ein. Dann hängen wir uns mal auf ein paar Stellen und gucken mal, ob wir noch was beim Werfen fangen. Noch mal wissen. Aber waren die ganze Zeit jetzt, wo wir unterwegs waren, haben jetzt noch mal 3 Plätze abgeworfen. Überall Fischaktivität an der Oberfläche, hauptsächlich Rapfen und Döbel. Sehr geil. Grüner Tagesabschluss nach 3 Döbeln. Ein paar Fehlaktionen hat man noch beim Schleppen. Beim Spinnfischen hat man vorhin auch mal einen Rupfer, wissen wir aber nicht, vielleicht nur mal was überworfen. Und 2 Wallis. Sehr geil. Petri. Ja, und damit
gehen wieder ereignisreiche Stunden hier am Heimatfluss vorbei. Ja, war echt cool, hat wieder mega Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Mit Ach und Krach haben wir dann doch noch unsere Fische gefangen. Aber war geil, war richtig geil. Und da sieht man immer wieder Folgendes. So ein Tag wie heute ist viel kraftzehrender wie die Nacht Blenk, wo ich mit Sören draußen war. Obwohl wir nur mit zwei Ruten geangelt haben. Und wie lange haben wir jetzt gefischt? Insgesamt, wenn es hochkommt, glaube ich 4 Stunden oder 5. Wir haben Pause gemacht, wir sind mit dem Boot gefahren, haben das Bienchen rennen lassen und so weiter. Wir haben nicht uns stressen lassen. Zwei Ruten im Wasser haben wir geworfen, geschleppt. Ja, alles hat Fisch gebracht. War ein sehr geiler Tag. Marco und ich, wir sagen vielen Dank fürs Zusehen. Euch alles Gute, bis zum nächsten Clip. Ciao.